So, willkommen zurück zu Bloodborne. Ja, es geht wirklich weiter. Ich bin ja frohen Mutes, dass es jetzt endlich mal klappt hier mit meiner Technik. Im letzten Part ging es ja ganz gut. Ich hoffe, das bleibt so. Wenn nicht, dann nicht. Ja, seht ihr das. So, ich habe ja schon gesagt, ab jetzt ist wieder blind. Erstmal sehen, wie ich mich schlagen werde. Ich habe jetzt auch schon wieder ein paar Tage nicht aufgenommen. Mal gucken. Ja, nein, nein, jetzt nicht sterben, weil ich muss erstmal wieder reinkommen. Nein, 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 nein. Okay. Gut. Ich glaube, ich kann mich auch ruhig mehr heilen. Eigentlich kriege ich auch genug Heilung, aber ich raff das auch immer noch nicht so richtig mit diesem Leben. Wie viel man da zurückkriegt, wenn man den anhittet. Keine Ahnung. So, ich muss mal was ausprobieren. Kann ich eigentlich. Ich habe auch nicht so eine geile Sprungattacke. Der ist auch so langsam. Es wäre cool, wenn ich so einen Schritt nach vorne machen könnte. Also so zack, nach vorne springen und dann einfach so zustechen. Das wäre ein ganz cooler Move. So vielleicht? Nee. Na gut. Ah, ich muss ja auch sagen, viel gespielt habe ich das Spiel eigentlich noch nicht. Ich denke mal, das kommt irgendwann alles mit der Zeit. Diese ganzen Tricks und die ganzen Kniffe. War ja bei Dark Souls nicht anders. So. War da hinten auch eine Leiter oder ist das die einzige? Nee, okay. Ich bin ein bisschen nervös, weil wenn ich da runter gehe, ey, ich muss dann alles nochmal machen. Oh, das wäre echt doof. Ich hoffe übrigens, dass der Sound dieses Mal ein bisschen lauter ist. Es war im letzten Part ein bisschen scheiße abgemischt, aber ich konnte den nicht lauter machen. Ich hatte den schon auf 500%, also quasi das Fünffache von dem, was ich normalerweise so vom Original, von der Originallautstärke. Ne, auf jeden Fall war es halt so, dass der Standard-Sound so leise war, ich konnte ihn nicht noch lauter stellen in der Nachbearbeitung. Deswegen, ich hoffe, dass er dieses Mal schon jetzt lauter ist, dass ich in der Nachbearbeitung nicht mehr viel lauter machen muss. Naja. Problem ist immer, wenn ich das Mikrofon zu laut einstelle, dann ist das halt irgendwann echt kratzig, ne? Das klingt dann auch nicht mehr schön. Muss man immer so ein Mittelmaß finden. Also das klinge ich wie früher in meinen Dark Souls Videos. Möchte, glaube ich, keiner. Okay, Wurfmesser. Bei Dark Souls haben die immer Menschlichkeit verloren. Hier gibt es ja auch wieder sowas wie Menschlichkeit. Das hatten wir Snake neulich mal erzählt. Bekannt aus Film und Fernsehen. Aber er hat auch gesagt, wie das Zeug heißt. Das heißt jetzt nicht mehr Menschlichkeit, sondern irgendwie anders. Ich weiß nicht mehr wie. Er meint, das sieht aus wie so ein Schädel, das Symbol. Also, keine Ahnung. Werde ich dann sehen, wenn es soweit ist. Wenn ich es denn brauche. So ein Leuchtfeuer wäre jetzt echt mal wieder ganz nett. Hinweis. Vorsicht vor Mannbestien. Bewerten wir mal gut. So, zack. Bitteschön. Oh. Das ist eine Mannbestie. Runter da, komm. Jawohl. Bist du tot? Ich glaube, da bewegt sich noch was. Na egal. Da möchten wir eh nicht runter. Jägerhut, Jäger. Okay, cool. Wie gucke ich mir die Rüstung an? Würde ich jetzt erstmal so sagen, dass die besser ist. Wo steht denn, wie schwer die ist?
Denk mal, Gewicht würde es hier auch irgendwie gehen. Gehen, geben. Also an sich ist das ja viel besser. Aber wo steht denn das Gewicht? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das einfach genauso ist. Na, ich würde erstmal gucken. Einfach hier erstmal. Ja, ist wirklich um einiges besser. Ich ziehe das erstmal an. Mal gucken, ob ich dann Veränderungen im Moveset sehe. Nö. So jetzt erstmal nicht. Das sieht eigentlich ganz cool aus. Ist das nicht die Rüstung, die man in den Trailern und so schon gesehen hat? Ich glaube ja. Ja doch, die gefällt mir eigentlich ganz gut. Wenn die auch ein bisschen mehr abwehrt, bin ich doch zufrieden. Tritt vor. Hä? Ja, bewerten wir auch mal. Soll ich hier runter oder was? Möchte aber nicht runter. Was ist das überhaupt? Ist das irgendwie eine Kanalisation oder irgendwie sowas? Obwohl, ne, das ist ja schon wieder hell. Ich weiß es nicht. Okay. Oh, so ein Speicherpunkt wäre jetzt richtig cool. Ah, nein! Das war so. Nein, das war so klar. Okay. Sieht jetzt erstmal nicht so gefährlich aus da unten. Außer der eine, den ich da runtergestoßen habe. Nein. Das ist so typisch, ey. Das ist so scheiße. Dann hol ich mich noch platt. Genau. Ich kann mir zwar ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass hier unten gar nichts ist. An Gegnern. Okay. Gehen wir mal wieder hoch. Das Timing war gut. Muss ich dem Spiel erlassen. Das Timing war sogar sehr gut. Okay. Muss ich denn da weiter? Muss ich hoch? Ich weiß es nicht. Ich gehe erstmal wieder hoch. Vielleicht gibt es ja auch von hier aus irgendwie einen Shortcut zum Speicherpunkt. Das wäre richtig nice. Richtig nice, ey, sure. Oh nein, hier sind auch so wieder Dinger. Hier sind wieder Vögel. Okay. Wissen des Verrückten. Ich guck mal ganz kurz, was das ist. Man muss sich ja mal ein bisschen informieren. Materialien, Schlüssel, Waffen. Blutestein ist alles nix, dann muss das wohl hier sein. Bringt Einsicht. Okay, was war Einsicht nochmal? Ist das sowas wie die Menschlichkeit oder? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Das heißt, wenn ihr es wisst, Kommentare, bitte. Ihr seid ja die Profis in dem Spiel. Jetzt mal hier weiter, oder? Wo komme ich denn da hin? Ich habe ja die Hoffnung, dass ich dann wieder zum Start komme. Sag mal, ist das da ein Grafikbug? Seht ihr das da? Ich mache das mal so. Jetzt genau unten rechts. Das sieht aus, als ob da irgendwie was vom Boden fehlt. Seht ihr das? Unten rechts, da? Egal. Da ist eine Leiter. Jo, ich mache den jetzt erstmal. In der Hoffnung, dass das funktioniert. Hammer Typ, ey. Kannst du mich auch immer irgendwie so 2 Sekunden? Ich könnte den auch da bekämpfen, wo Platz ist. Aber es wäre zu leicht. Hammer, ey, ich weiche auch aus, aber er trifft mich doch. Das ist doch. Okay. Blutfiole oder Pistole? Ne, Blutfiole wahrscheinlich, ne?
Ich sammle über Sachen ein, weiß mal gar nicht, was ich einsammle, wie das heißt. Fiole würde Sinn machen. Ist Fiole nicht so eine Art kleiner Behälter? Der Gerät bedienen. Ja, okay. Ich weiß, wo ich bin. Das ist gut. Dann haben wir wenigstens ja schon mal so einen kleinen Shortcut. Das gefällt mir. Ich mag sowas ja eh viel lieber als. In Dark Souls 2 war es halt so. Da hatte man halt diesen einen Hub, also Majula, und von da aus gingen halt viele kleine Wege in die einzelnen Gebiete. Bei Dark Souls 1 war es dann so, da waren diese Gebiete wirklich miteinander verbunden und man kam dann wieder irgendwo raus und man dachte, what the fuck, wie bin ich denn hierher gekommen? Jetzt wach mal auf hier, hallo? Will nicht? Warum will er nicht? Diese Verdorbenheit. Vielleicht, weil ich irgendwie untot bin oder so. Ich weiß ja nicht, wie das hier gehandhabt wird. Ich sehe ja schon so ein bisschen gammelig aus, ne? Habe ich denn irgendwie so eine Art, hier, was das da ist, hier dieses Menschlichkeitsmachgedöns. Ich weiß halt nicht, wie es heißt. Vielleicht ist das ja sogar das, ne? Wissen des Verrückten. Ist ja ein Totenkopf, was das Snake gesagt hat. Das ist mir jetzt aber, falls das wertvoll ist, will ich das jetzt nicht hier verschwenden. Weil wenn das dann doch nicht klappt, dass die mich dann trotzdem nicht reinlässt, das wäre doof. Ich gucke hier erstmal nochmal, hier waren ja auch noch ein paar Wege. Also hier jetzt glaube ich nicht, aber weiter unten. Schaue ich da nochmal. Shortcut haben wir ja, von daher. Was soll denn schon passieren? 8000 Seelen, Moment, ich gehe erstmal zurück zum. Nee. Nee, Moment, wenn ich jetzt zurück zum Leuchtfeuer gehe, oder zum Speicherpunkt. Dann könnte ich mich wahrscheinlich irgendwie leveln. Ich weiß zwar noch nicht wie, aber es geht bestimmt irgendwie. Aber dann sind die ganzen Gegner wieder da. Das möchte ich eigentlich nicht. Aber ganz ehrlich, hier komme ich ja gar nicht rüber. Von oben runterspringen mache ich nicht. Das ist mir zu riskant. Ich gucke hier unten nochmal ganz unten, wo die ganzen Mobs waren. Vielleicht sind die ja gar nicht so stark. Ich springe einfach mal mitten rein. Ne, die gehen eigentlich, muss ich sagen. Ich habe mir die schlimmer vorgestellt. Ne, okay, die sind echt relativ billig. Na, das ist vielleicht doch gut, dass ich so eine komische Axt habe. Ich weiß ja nicht, wie das Muster vom Schwert ist, aber die Axt, die kann halt ganz gut Flächenschaden, glaube ich. Finde ich. Hier noch weiter. Okay, da geht's nicht weiter. Nee. Okay. So, dann schaue ich hier unten nochmal. Ansonsten wüsste ich wirklich nicht, wo lang. Ich habe ein bisschen Angst, also ich finde, ich komme ja eigentlich schon wieder hier viel zu gut durch. Normalerweise wäre ich schon dreimal gestorben. Viermal, vielleicht sogar. Okay, die machen aber wirklich keinen Schaden. Das geht.
Ihr könnt ja trotzdem mal in die Kommentare schreiben, wenn es einer weiß von euch, wie das jetzt ist, wo diese komische Frau, die gesagt hat, sie lässt mich nicht rein, weil die Tür, die leuchtet so, als ob man da irgendwie durch kann oder vielleicht sogar muss. Vielleicht muss ich ja echt irgendwie menschlich werden oder irgendwie sowas wie menschlich werden. So ein Blutstein, keine Ahnung, was der bringt. Ich würde ja gucken, aber eigentlich will ich erstmal zum nächsten Speicherpunkt. So, hier geht's hoch. Hoch ist, glaube ich, besser. Das sieht so unfreundlich aus da hinten. Hört sich auch unfreundlich an. Oder kam das von oben? Weiß ich nicht. Ach ja, noch so ein Shortcut wäre cool. Am besten direkt neben dem Speicherpunkt am Anfang. Hier ein Fahrstuhl. Was gibt's hier? Nö, sieht noch böser aus als da unten der Gang. Nee, ich gehe erstmal. Weiß ich nicht, ich benutze jetzt erstmal den Fahrstuhl. So, sorry, kleiner Schnitt. Wurde ich eben gestört. Einfach so. Frechheit. Was einfach meine Zeit beansprucht. Während ich aufnehme. Ach, gar nicht. Das ist immer so, ey. Den ganzen Tag ist nichts los, ne? Und dann nimmt man auf und dann kommen immer alle. Das ist immer so, ey. Den ganzen Tag sitzt man hier rum. Okay, jetzt war es eine Stunde, seitdem ich von der Arbeit wieder da bin. Und dann auf einmal kommen Leute, die einen belästigen. Okay. Zwei von denen ist nicht gut. Wenn ich den jetzt isoliere und dann den anderen, wenn der wieder zurückgeht. Genau so kann das klappen. Das war so klar, ey. Scheiße, ey. Ey, das war jetzt aber gerade echt richtig scheiße. Hey. Nee, das war jetzt gerade ein bisschen unfair, fand ich. Weißt, die kommen so von beiden Seiten und ich kann einfach gar nichts machen. Also hier komme ich jetzt natürlich auch nicht durch. Was ist das denn da überhaupt dahinter? Wie komme ich denn da hin? Bei meinem Glück wäre ich da jetzt hingekommen, wenn ich die beiden Typen da platt gemacht hätte. Wäre ärgerlich gewesen. Aber ich denke mal, das werde ich noch rausfinden. Aber erst im nächsten Part. Ich sehe gerade, Zeit ist um. 20 Minuten ungefähr. Ja, dann mache ich halt hier einen Schnitt, dann seht ihr zwar im nächsten Part erstmal wieder das gleiche, aber ich denke, jetzt bin ich einigermaßen drin, also da sollte ich jetzt relativ gut durchkommen das nächste Mal. Und den Shortcut haben wir da ja drüben auch aufgemacht, von daher können wir da auch wieder relativ schnell durch. Ich denke mal, das passt. Und dann würde ich sagen, geht's mit 0 Seelen oder Einsicht, ich weiß nicht, meine Währung, dann in den nächsten Part und bis dahin.